Das Wort Gottes hat einen tiefen Reichtum der Veränderung in sich. Immer wieder in meinem Leben greife ich zu dem Wort Gottes und damit zu der Veränderung, die es in mein Leben hineinbringt. Veränderungen in natürlichen Situationen, aber insbesondere Veränderungen in meinem Herzen, Veränderungen in meinem inneren Menschen. Die Bibel spricht davon, dass der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert wird. Und das Wort Gottes trägt diese Veränderung. Nicht ein leeres Wort ist es, lesen wir in 5. Mose. Aber um dir dieses Prinzip des Samens und des Hineinkommens in dein Leben, das Wort Gottes, wie es hineinkommt, was es in sich trägt, deutlich zu machen, möchte ich dir 2 Verse aus Jesaja 55 lesen. Da heißt es: Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Dazu möchte ich dir auch eine kleine Geschichte weitergeben von dem großen Evangelisten und Prediger Spurgeon. Im Jahr 1857 sollte er im Kristallpalast in London sprechen. Und es waren erwartet worden etwa 23.000 Menschen, die das Wort Gottes hören sollten. Spurgeon bereitete sich auf diese Predigt besonders vor und 2 Tage vorher besuchte er diesen Kristallpalast, um die Akustik dort zu testen. Er wollte wissen, wo am besten die Kanzel hingestellt werden sollte, damit das Wort Gottes klar und deutlich zu den Menschen kommen konnte. Als er in dem großen Raum war, rief er laut aus: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Ein Arbeiter, der oben auf der Galerie arbeitete und der gar nicht so richtig wusste, was da vor sich ging, hörte dieses Wort: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und dieses Wort traf in sein Herz. Er legte sein Werkzeug zur Seite und ging nach Hause und dort brachte er mit Gott sein Leben in Ordnung. Er bekannte seine Sünde und er startete in ein neues Leben mit Jesus. Auf seinem Sterbebett erzählte er diesen Beginn seines Glaubenslebens einem Mann, der es Spurgeon wieder zurückberichtete. Und Spurgeon sagte: Siehst du, Gott hatte sein Siegel, sein Wort schon auf das Herz dieses Mannes gelegt. Und als er das Wort Gottes hörte, die freimachende Botschaft, da veränderte sich sein ganzes Leben. Das Wort Gottes ist kein leeres Wort, sondern es wird wenn es ausgesendet wird, wird es etwas bewirken. Es wird immer eine Veränderung bewirken. Und so möchte ich dich ermutigen, wenn du das Wort Gottes aussprichst, wenn du es zum Menschen hinträgst, es wird etwas bewirken, weil es einen Samen in sich trägt, der eine Frucht hervorbringen wird. Das Wort Gottes ist kein leeres Wort und es wird bewirken, zu dem es ausgesandt wird und es wird nicht leer zurückkommen. Das ist ein tiefes, großes, geistliches Prinzip. Und ich möchte dich sehr ermutigen, das wieder ganz neu in den Fokus zu nehmen. Wenn du das Wort Gottes aussprichst, wird es nicht leer zurückkommen. Gott hat mehr für dich.